Die für heute Morgen anberaumte gemeinsame Pressekonferenz des Gemeindekollegiums und der Initiative für eine Volksbefragung in Olpen ist kurzfristig abgesagt worden. Der Sprecher der Initiative, Serge Heinen, nahm seine Zusage zur Teilnahme zurück. Heinen nannte als Grund eine Stellungnahme der Olpener PFF-Fraktion im Grenzecho, in der die Liberalen nicht nur ihn als Urheber der Initiative, sondern auch all jene Bürger diskreditierten und beleidigten, die sich für eine Volksbefragung einsetzen. Die PFF hatte Heinen, der auf der ProDG-Liste kandidiert, ein parteipolitisches und wahltaktisches Manöver vorgeworfen. Vor einer Woche war in Olpener Geschäften eine Unterschriftenaktion für eine Volksbefragung gestartet worden. Die Position von Bürgermeister Klinkenberg ist klar. Die Mobilität ist noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist eine kommunale Geschichte, es ist ein kommunales Projekt. Und ich denke, diese kommunalen Projekte haben jetzt in den Wahlen, die jetzt für den Monat Mai vorgesehen sind, direkt nichts zu suchen. Wir möchten das auch nicht instrumentalisiert haben in diesem Wahlkampf, sondern es ist ja ein regional bezogener Wahlkampf, regional soll das bleiben und da soll die Gemeindepolitik nicht mit reingezogen werden. Der Bürgermeister kündigte an, die voraussichtlichen Kosten von mindestens 25.000 Euro für eine Volksbefragung im Haushaltsplan 2015 vorzusehen. In einem Gespräch hatten sich Heinen und das Gemeindekollegium am Montag darauf verständigt, nach Abschluss der durch den Stadtrat angestoßenen Verkehrssicherheitsstudie voraussichtlich im ersten Halbjahr 2015 über die Resultate im Rahmen einer Volksbefragung abstimmen zu lassen. Nach der Stellungnahme der PFF war dann das Tischtuch wieder zerrissen. Heinen wollte dem BAF dazu weder im Hörfunk noch im TV-Blickpunkt Einzelheiten erläutern. Er müsse sich zunächst mit den anderen Initiatoren abstimmen, teilte er mit. Gleichwohl bezeichnete er die Gesprächsbereitschaft von Gemeindekollegium und Bürgermeister als gutes Zeichen. Bürgermeister Klinkenberg sieht die sachlichen Inhalte einer Volksbefragung in einem größeren Rahmen. Es gehe nicht allein um eine Fußgängerzone, sondern um deutlich mehr. Wir sind für diese Volksbefragung. Wir möchten nur haben, dass ein richtiges Konzept auf den Tisch liegt, um darüber abzustimmen und vor allen Dingen die Fragestellung für diese Volksbefragung muss korrekt sein und wir hoffen jetzt, dass Lastenheft, das im kommenden Stadtrat zur Verabschiedung ansteht, dass es dort verabschiedet wird, dass dann diese Bürgerworkshops zur Verkehrssicherheit stattfinden können, wo alle Bürgerinnen und Bürger sich dann investieren können und aus diesen Bürgerworkshops hoffen wir uns ein, zwei oder drei Modelle, die wir dann einer Volksbefragung unterziehen können. Man darf gespannt sein, wann das heiße Eisen, Verkehrskonzept und Fußgängerzone wieder angepackt wird. Am 25. Mai gibt es zwar keine Kommunalwahlen, aber das leidige Thema Verkehr in Olpen wird trotzdem eine Rolle spielen. Wer will das verhindern?